vergesst nicht, wenn die neue Saison anfängt, den Creator-Code einzugeben. MBF. Also vergesst das nicht. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Friede. Heute ist es bei mir zumindest noch kurz vor Saisonende, 49 Minuten. Und das bedeutet, wir werden jetzt heute erstmal alles einsammeln, was die Saison halt noch so hergegeben hat, beziehungsweise so hergibt. Und in der weiteren Episode werden wir dann die Saisonbanken ein bisschen ausgeben, beziehungsweise alle Saisonbanken ausgeben. Ich bin schon ganz gespannt, aber wir sind jetzt ja gerade in meinem WTF-Account. Universalbuch habe ich noch nicht. Rune, oh Gott, die Rune des Dunklen habe ich schon. Okay. Ich habe 61.000. Jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen. Wenn ich die Rune gleich bekomme, muss das Lager natürlich leer sein. Also so gut wie leer natürlich. Wem ich denn mal nachgucken? Was kosten mich denn meine Helden? Das kostet... Oh, 68 kostet die Bogey Queen. Das ist gut. Wie viel kostet der König? 52. Das ist natürlich ein bisschen... Wir können die Königin machen. Wir können die Königin machen. Und zwar, indem wir jetzt, Moment, die 10.000 einsammeln. Jetzt habe ich nämlich 71.000 und jetzt kann ich die Königin in Auftrag geben. Kann die sogar direkt fertig machen mit dem Universalbuch. So, und ja, jetzt schnappen wir uns die Rune. Ah, warte, ich bin blöd. Ja. Ich weiß es. Magische Gegenstände. So, die benutzen wir nämlich jetzt. Und dann können wir sie auch einsammeln. So, Rune des Elex, Rune des Goldes habe ich auch noch. Lecco mio. Habe ich alles noch? Mauerringe sind im Endeffekt jetzt gerade mal nicht so nötig. So, das haben wir auch noch. Alter. Wobei, die Mauerringe werde ich, glaube ich, gleich tatsächlich mal benutzen müssen. Sonst verkaufe ich sie ja immer. Ich verkaufe jedes Mal die Mauerringe. Na gut, dann benutze ich sie mal. Hier haben wir noch Mauern. Drei Mauerringe. Kein Elixier. Fünf Mauerringe. Es wird langsam ein bisschen teurer. So. Mauerringe sind am Start. Rune des Goldes haben wir natürlich noch nicht benutzt. Alter, das ist immer der geilste Moment in der Saison, wenn du das alles einsammelst. Wenn du die Saison durchgespielt hast, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, sie durchzuspielen. Ich habe so viel gar nicht gespielt. Es ist einfach so, dass mittlerweile der Loot einfach so abartig ist. Das muss man echt mal sagen. Der Loot ist so gut, dass es kaum Probleme gibt, da irgendwas zu machen. So, jetzt haben wir allerdings ein kleines Problem. Denn das Problem, was wir jetzt gerade haben, ist, dass wir nur einen Arbeiter frei haben, wobei 8 Stunden. Zum einen 8 Stunden, zum anderen kriege ich, glaube ich, hier gleich sowieso noch das Buch des Bounds. Ja, nee, Buch des Bounds kann ich gar nicht gebrauchen. Universalbuch könnte ich noch gebrauchen. Aber ich möchte hier eigentlich auch im Labor was machen. Das bedeutet, wir werden das Universalbuch für den Golem benutzen gleich. Das ist der Plan. Was kann ich denn nicht einsammeln bei den Spielen? Was kann ich denn nicht einsammeln? Rune des Goldes kann ich nicht einsammeln. Okay. Das ist okay. Deswegen werden wir jetzt erst einmal ein Mauerstück machen. So, und zwar werden wir das jetzt etwas günstiger angehen. Was kostet mich das denn? Das kostet mich 4,8. 4,8. Ich möchte das natürlich so weit wie möglich auskosten mit den 4,8 Millionen. Ist ja logisch. Das passt jetzt zum Beispiel immer. Das passt immer noch. Das passt immer noch. Okay, das passt immer noch. So, 4,8 Millionen. Das passt. Das bedeutet, du wirst jetzt abgegradet, Kollege. So. Jetzt können wir in aller Ruhe nämlich nochmal die Rune des Goldes benutzen. Bring! So. 16 Mille und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Oh, Inferno-Turm! Perfekt. Haben wir doch. So. Inferno-Turm. Könnte ich sogar mit dem Buch des Bauens fertig machen. Nö. Wir sammeln jetzt erstmal den Rest ein. Alles kann ich noch nicht einsammeln, glaube ich. Rune des Goldes. Ja, das Dunkle. Das Dunkle können wir noch nicht einsammeln, aber gleich. Wir nehmen trotzdem mal mit. Dunkles. Wir nehmen definitiv den Heldentrank mit. Den brauche ich hier unbedingt. Und wir brauchen auch definitiv den Bauarbeitertrank. Brauche ich gar nicht so dringend. Nö. Ja, da ist eh nur Mauerringe am Start. Dann nehmen wir mit. Boah, ich kann das Dunkle gar nicht benutzen, aber ist auch in Ordnung. Dann nehmen wir die Gems mit. Dann nehmen wir nicht die Rune des Goldes mit. Ich habe eh noch so viel Gold. Und nehmen auf jeden... Oh, warte mal. Buch des Bounds kann ich gar nicht benutzen. Buch des Bounds nehmen wir dann tatsächlich für den Inferno-Turm. Nee, für das Armeelager. Armeelager ist wichtiger, dann habe ich mehr Platz. Verteidigung ist mir sowieso egal in diesem Account. Dann machen wir das jetzt so. Also, dann... Oh, das ist aber auch kompliziert. Oh, er hat das gespeichert. Ich habe keinen Platz für ein Buch des... Bounce? Willst du mich verarschen? Ich hab das doch gerade gemacht. Hä? Habe ich das nicht gerade benutzt?
Ah, ich habe das Angebot gekauft. Ja, ich habe das Angebot gekauft. Deswegen hatte ich zwei frei. Oh mein Gott. Mein Gott, ey. Das ist ja immer, mal darf man stapeln, mal darf man es nicht stapeln. Ach super, dann entscheidet euch doch mal. Also, wir nehmen die beiden Bücher mit. Ah ne, das kann ich ja gleich machen. So, jetzt kommt noch die extra Belohnung obendrauf, weil wir die Punkte geholt haben, nämlich über 4000. So, dann nehmen wir natürlich das mit, das Buch des Bounds. Perfekt, so, jetzt haben wir das alles geholt. Was wir jetzt machen werden, Leute, wir schließen den Golem ab, damit ich für Go Hawk mal wieder ein bisschen besser aufgestellt bin. So, jetzt haben wir 200.000. Ich werde zum einen noch irgendwann mal das Lager fertig machen müssen. Ich mache den Golem aber jetzt einfach... Na, wobei, Golem machen wir nicht nochmal. Wir machen Hawk. 192.000. Das passt doch perfekt. So, jetzt haben wir jetzt schon mal... Im Endeffekt haben wir schon mal fast alles geholt. In der Schatzkammer habe ich noch 3,5 Millionen. Das lassen wir aber mal drin. Wir werden jetzt noch ganz günstig noch, glaube ich... Können wir noch Goldminen machen? Ja, Goldmine. Eins. Goldmine. Oh, Kaserne. Darf man auch nie vergessen. Goldlager könnte ich auch noch machen. Nö. Wir nehmen den. Dann haben wir ein bisschen mehr Jedis am Start. Können den jetzt aber tatsächlich unsere Tränke benutzen. Nummer 1 und Nummer 2. Und dann sind wir hier fast schon fertig. Nämlich noch zwei Sachen. Das noch. Und noch das. Und jetzt sind wir tatsächlich fertig. 43 Minuten und dann kriegen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall die Saisonbank. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir in den nächsten Account. Bis gleich. So, ich bin jetzt gerade in meinem 12er-Account und das Problem in diesem 12er-Account ist jetzt folgendes. Ah ne, in diesem Account gibt es eigentlich gar kein Problem. Das einzige Problem ist, dass ich meine Truppen nicht ausgebildet habe. Das Problem, das wird hinter in dem 13er liegen, weil in dem 13er alles maxed ist und ich nicht weiß, wann das Update kommt oder wann oder was im Update kommt. Ne? Das sind ja so die beiden entscheidenden Fragen. Was kommt im Update und vor allem wann kommt es? Deswegen, da bin ich Max, da kann ich gar nichts machen. Deswegen, hier habe ich schon relativ viel eingeholt. Oh, Rune des Goldes habe ich hier auch noch. Hui. Die habe ich hier tatsächlich auch noch. Mauerringe, ja, werden wir gleich definitiv mal ein paar benutzen müssen. Uhrenturmtrank finde ich sogar gar nicht mal so extrem unsinnig. Warte mal, Hindernisschaufel werden wir jetzt erstmal benutzen. Wo ist denn etwas? Hier, der Kuchen. Der Kuchen, der muss auf jeden Fall da weg. Der kommt... Und der kommt ganz weg. Der Kuchen kommt, ich habe eh noch so, habe ich überhaupt noch, ja, wir haben noch welche. Der kommt weg. Ah, nee, der nicht. Der soll nach da. Nee, nach, Moment, der soll nach da, so. Das haben wir schon mal gemacht, so. Jetzt werden wir zunächst einmal die Schaufel, die ich ja hier habe, Moment, wo ist sie, da, die holen wir jetzt erstmal ab. Dann haben wir jetzt noch übrig. Einmal die Mauerringe und einmal die Rune des Goldes. So. Gold muss komplett weg. Ich kann aber noch eine teure Mauer bauen irgendwo. Ne? Irgendwo hier, wollen wir denn schon welche da? Für 4 Millionen. Eine teure Mauer. Jetzt werden wir das benutzen. Magische Gegenstände und werden die Rune des Goldes benutzen. Und ich werde jetzt... Ja, komm. Moment. Die werden wir machen. Und wir werden schon tatsächlich anfangen, die ersten Mauern auf Level 13 hochzuziehen. Auch wenn das relativ teuer ist. Okay, so viel haben wir gar nicht geschafft. So, jetzt kommt nochmal Rune des Goldes und Mauerringe. Oh, die, ach stimmt, die wollte ich ja noch benutzen. Die Mauerringe wollte ich ja noch benutzen, da habt ihr recht. So, fünf Stück und Mauerringe. Und dann haben wir alles abgeholt. Jetzt kommt nämlich gleich das ganz große Problem, nachdem wir gleich bei den Clanspielen die Preise geholt haben und dann in den 13er gehen. Dann wird's richtig lustig, Leute. Dann wird's richtig lustig. Dunkles brauche ich noch für die Helden. Forschungstrank brauche ich noch. Den brauche ich noch. Oh, hier kriegen wir fast gar nichts geholt. Da kriegen wir aber das Gold noch. Da kriegen wir noch das Dunkle. Da nehme ich mir auf jeden Fall die Bauarbeitertränke mit. Und da nehme ich mir das Universalbuch mit. Ich meine, Rune des Goldes, schön und gut. Aber ich meine, so dringend brauche ich sie jetzt hier tatsächlich nicht. Bauarbeitertränke, wenn ich wirklich mal Rat aus 13 bin, dann bin ich froh, wenn ich sie habe. Oh, wir kriegen das Buch des Bauens nicht. Bringt mir auch gar nichts. Ehrlich gesagt. Das ist jetzt aber ein bisschen blöd. Da muss ich die Rune des Goldes ja doch benutzen. Dann benutzen wir sie doch. Habe ich denn noch eine Mauer frei? Wobei, ich könnte noch einen Angriff machen. Dann wird es passen. Ja, wir machen noch einen kleinen Angriff. Ich habe ja eh noch ein bisschen Zeit. Dann gehen wir gleich nochmal in diesen Account rüber. Dauert ja eh noch 2 Minuten.
Und jetzt kommt der Spaß im 13er. Ich habe es ja gesagt. Jetzt geht nämlich der Spaß im 13er-Account los. Passt mal auf. Bis gleich. Ja, hier beginnt nämlich jetzt die Party auf jeden Fall. Merkt euch mal die Juwelen da oben rechts. 2650 Juwelen. Und jetzt beginnen hier die Festspiele. Passt mal auf. So, kann ich nicht benutzen. Oh, habe ich sogar. Ja. Mauerringe kann ich nicht benutzen. Heldentrank. Okay, wofür auch immer. Trainingstrank, Uhrenturmtrank, Ressourcentrank. Heldentrank kann ich nicht benutzen. Machttrank kann ich nicht benutzen. Mauerringe kann ich nicht benutzen. Buch der Zauber. Darf ich alles nicht haben? Ich bin maxed. Darf ich alles nicht benutzen? So, 2650 hatten wir. Jetzt sind wir schon mal 2840. Ein paar Sachen kann ich überhaupt nicht einsammeln. Und jetzt beginnt Spaß Teil 2 bei den Clanspielen, wo ich ja extra 5000 Punkte geholt habe. Oh, wobei Universalbuch immerhin. Ja. Das und das und das. Ne, warte mal, nehme ich hier nur die. Ja, wenn es Juwelen gibt, nehme ich die auf jeden Fall mit. Weil was soll ich mit dem Rest? Ehrlich gesagt. So, haben wir jetzt alles. Und jetzt gucken wir mal drauf. Ich darf ja noch was auswählen und dann nehme ich definitiv die 100 Juwelen, weil ja, der Rest kommt einfach mal nicht in Frage. Wir gucken mal. 3000. Jetzt sind wir nochmal 3000. Ja, das ist halt das Problem. Ich würde sagen, wir machen trotzdem mal eben einen Angriff hier. Ich möchte hier ungern aus Legend rausfallen, bis die Saisonbank zumindest da ist, weil das nur so geil aussieht, wenn man halt so viel hat an Ressourcen. Kampflog sieht ein bisschen mau aus heute. Gestern habe ich auch nur einen Angriff gemacht. Ja, läuft, läuft. Okay, das sollte aber laufen. Das sollte funktionieren. Wir gucken mal drauf. Also. Okay, interessante Base. Beide Feger wieder da oben. Und da beide Feger da oben stehen, entscheide ich mich hierfür, für unsere kleine Belagerungskaserne. Und jetzt irgendwann, wobei Clanburg ist da oben, die macht mir jetzt gerade noch gar nichts. Was mich gleich ein bisschen nervt, das macht mir allerdings auch noch nichts. Was mich ein bisschen nervt, ist da vorne auf jeden Fall der Inferno-Turm und ist auf jeden Fall auch der Inferno-Turm. So, der mal da durchgegangen. Jetzt gucken wir einfach mal. Ja, der müsste sich vielleicht gleich noch sogar um den Inferno-Turm kümmern können, der König. Das wird er noch schaffen. Oh nein, er schafft es nicht mehr. Er ist leid. Oh, er hat es sogar doch noch geschafft. Alter. Ich dachte, der schafft es nicht mehr, weil er noch in der Tornado-Falle ist. Er hat es doch noch geschafft. Jetzt haben wir gleich schon die halbe Base hier kaputt. Alleine mit unserem Kill-Squad. Das sieht natürlich schon mal nicht schlecht aus. So. Und vor allem die Adler, der lebt noch. Das ist mir allerdings egal, denn wir gehen jetzt von da oben drauf. Ah, Mist. Ich dachte, da wären noch mehr Fallen gewesen. Ah, wobei, so zwei, drei haben wir trotzdem noch ausgeschaltet. Ja, da waren jetzt noch die anderen. Das war falsch gegambelt, leider. Ich war davon ausgegangen, die Fallen sind vorm Rathaus und die waren alle hinterm Rathaus. Das bedeutet, das wird uns dann wahrscheinlich am Ende. Ja, wird uns den Stern kosten, auf jeden Fall den dritten, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. War solide, 63%, jetzt auf jeden Fall gleich die Adler der weg. Ja, jetzt noch das Katapult weg. Komm, das Killsquad war natürlich einfach episch. Ja, das kostet uns am Ende definitiv den dritten Stern. Hä? Weil wir jetzt gleich zu wenig Drachen haben für den Single Inferno. Ah, noch eine Falle da unten. Ja, egal. Wir dürfen nur nicht unter Legend League fallen. Das ist das, was ich jetzt unbedingt vermeiden möchte. Den Warden können wir uns noch aufsparen. So. Wir haben genug gesammelt. Das Problem ist halt, wenn du es nicht ausgeben kannst, ne? Wenn du es hast, aber du kannst es nicht ausgeben. Das ist das Problem. Ich bilde trotzdem nochmal irgendwas aus. Einfach mal für die Schnelle noch ein paar E-Drex. So, aktuell gibt es ja sowieso die Ereignisse, wo du besser mit Luft angreifst, damit du halt, ne, die Preise bekommst. Habe ich auch noch nicht so viel gemacht. Ehrlich gesagt, oh, die Superbogen-Herausforderung, die könnte ich noch machen. Wir gehen aber wieder zurück in den 12er, denn da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun für die Rune des Goldes. Wie viel Zeit haben wir noch? 35 Minuten. Okay, bis gleich. So, wir sind wieder zurück und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um jetzt noch zumindest eben ein bisschen Gold zu farmen für die Rune des Goldes für die Clan-Spiele. 400.000, glaube ich, ne? Okay, hat sich erledigt. Kriegen wir hin. Gehen aber nicht von der linken Seite vor, sondern von oben. Aber zunächst einmal. Was soll ich denn hier mit dem. Was mache ich denn jetzt hier? Im Endeffekt, egal wo wir gehen schon mal aufs Rathaus. Komm. Das Rathaus holen wir uns schon mal direkt. Wenn das weg ist, dann ist schon mal egal. So. Wenn das kaputt ist, dann haben wir schon mal zumindest ein bisschen was weg.
Ja, ja, da unten. 1, 2. Und schon mal da ein bisschen aufgeräumt. 3, 8 Stück hinterher. Warden. Ja, ich habe ja keine Lufttruppen in der Klarenburg, sondern ich habe da Yeti drin gehabt. So, da noch drauf. Jetzt warte ich mal eben ab, bis die da unten im Radius sind von den Luftabwehr. Wenn die unten im Radius sind von der Luftabwehr, dann werde ich den Warden mal gleich zünden. Dauert aber noch. Boah, sind die langsam? Noch nicht. Ja, jetzt schon mal. Wo ist meine Königin überhaupt? Ach, da außen. Da außen ist die. Okay, das wird ein Overkill, ist mir aber egal. Wir haben die 4 Millionen, beziehungsweise... Ja doch, 4 Millionen glatt brauchen wir für eine 13er Mauer. 4 Millionen glatt. Wir haben 143.000 Dunkles. Das bedeutet, ich könnte, glaube ich, gleich schon den König machen. Ich weiß, nee, der König kostet irgendwie 176 oder 180.000 sogar. Der ist relativ teuer. Wir nehmen den Rest noch mit. Ich weiß nicht, hatte ich noch den Sternenbonus offen? Ich glaube nicht, ne? Wisst ihr das noch? Hatte ich den noch offen oder nicht? Schreibt es nicht in die Kommentare. Nein, hatte ich nicht. So. Das Dunkle. Bah, ekelhaft. So viel Dunkles auch. Okay, wir können noch eine Mauer machen. Okay, jetzt haben wir das. Also, Rune des Dunklen benutzen, bitte. So. Ich baue noch mal ein bisschen was aus. So, ein paar Mauern noch ausgebaut. Okay, haben wir. Ich möchte bitte meine Zusatzbelohnung. Ach, Buch des Bauens. Nee, das Buch des Bauens kann ich eh nicht. Ich bin blöd. Das Buch des Bauens fällt ja sowieso weg. Habt ihr recht. Das fällt ja sowieso weg. So. Frage nochmal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht genau, was wir sonst noch machen sollen hier mit den Truppen. Aber wir könnten so einen kleinen Queen Walk plus Drag Lunma machen. Das klingt ja ganz ordentlich. Das ist ja auch noch für die Quest. Lava und Lakai. Heiler. Oh, 2 Heilerinnen müssen benutzt werden. Was haben wir denn noch? Ein Drache muss benutzt werden. Dann kriegen wir nochmal Mauerringe, 6 Ballons. Dann kriegen wir noch die Schaufel. Jo. Das sieht doch ganz gut aus. Können wir gleich noch machen. Ich würde mal sagen, wir machen aber gleich mal einen kurzen Cut. Wir gucken aber ganz kurz noch, der König ist eh noch im Ausbau. Universalbuch. Nehme ich definitiv dann später. Und wann? Natürlich, wenn die Saisonbank da ist. So. Das sieht schon mal richtig gut aus. Jetzt müssen wir eben gucken. Wie lange haben wir noch? Ich nehme ja danach direkt nochmal auf wahrscheinlich. 31 Minuten. Das passt. Ja. Werde ich mir hier direkt mal schon mal... Ah, das mache ich jetzt nämlich schon mal. Ich hole mir jetzt schon mal in den 2 Accounts, wo es um die Wurst geht gleich, hole ich mir auf jeden Fall schon mal eben ein Schild oder beziehungsweise einen Schutz für 2 Stunden. Wir machen einen Cut, greifen nochmal an. Helden müssen natürlich geboostet werden, da wir ja aktuell das für einen Gem machen können. Okay, der ist eh noch wach. Bis gleich. Okay, wir haben nochmal einen gefunden und zwar nochmal einen inaktiven. Das bedeutet, wir werden nochmal gut Loot bekommen. Ich muss allerdings dazu sagen, hier unten in den Regionen... wir sind jetzt in Meister, aber selbst hier finde ich noch einige Inaktive. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Nehmen da schon mal ein bisschen was mit. Freezen da schon mal eben. In der Hoffnung, dass wir da schon mal was kriegen. Ja, kriegen wir. Den Feger nicht ganz, glaube ich. Oder? Nein. Oder doch. Den Feger. Nein, nicht mehr ganz. Okay, den Feger haben wir nicht mehr ganz bekommen. Die Königin ist noch da. Da noch ein bisschen was. Ich möchte natürlich alles haben. Klar, wir wollen natürlich den ganzen Loot haben. Zauber und so weiter können wir ruhig alles ausgeben. Dann haben wir von beidem gleich 7 Millionen. Ungefähr. 7 Millionen und noch quasi... Ja, dann noch die Saisonbank obendrauf. Das ist ja schon mal ganz gut. So, da hinterher. Schon mal gefreezed. Schon mal Wutzauber drauf. Für das Zeppelinchen, das jetzt gleich aufgehen wird. So, ist kaputt. Können wir nochmal eben freezen? Ansonsten 1, 2. Moment. Da ist noch eine Mine. Eine Goldmine. Das ist schon eine Mine, aber eine Goldmine. So. Komm, mach die Queen. Mach die Queen kaputt. Schafft er nicht mehr ganz, der kleine Baby-Drag. Nein. Aber jetzt gleich. Hoffentlich. Die Queen ist immer noch im Radius. Sie ist immer noch verlangsamt mit ihrer Angriffsgeschwindigkeit. 7,3 Millionen. Wir kriegen gleich auch nochmal über 7 Millionen Gold. 179.000 Dunkles.
Das bedeutet, wir können den König. Nee, der König pennt ja sowieso, der ratzt ja sowieso noch, der ist ja gerade eh nicht wach. Aber vielleicht noch irgendwas anderes. Wir werden es mal sehen. Vielleicht kann er irgendwas anderes benutzen. Universalbuch hätte ich ja noch fürs Labor vielleicht. Das machen wir dann in der nächsten Folge sowieso. Da habe ich gerade den Magier am Start. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in einer neuen Episode wieder, wenn die Saison vorbei ist. Und vergesst nicht, wenn die neue Saison anfängt, den Creator-Code einzugeben. MBF. Also vergesst das nicht. Creator-Code MBF und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.